So, ich kombiniere jetzt meine Säuregranaten mit meinem Granatwerfer und rüste dann die normalen Explosivgranaten aus. Ja. Und dann schmeiße ich mich einfach auf den Tyrant und springe uns beide in die Luft. Wie willst du dann mit Jill zu Teil 3 kommen? Das ist ein großes Geheimnis. Das ist der große Plot-Twist, dass sie das dann doch überlebt. Indem sie einfach die Explosionskraft mit Barrys Körper abfedert. Dann musst du ja Barry mit dir rumschleppen. Also wenn du Barry mit dir rumschleppen kannst, dann kannst du auch 5 Waffen mitnehmen. Samt Munition. Nein, 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 pass auf. Das habe ich ja diesmal alles exakt durchgeplant. Denn wie du siehst, sobald ich das erste Kraut benutze, habe ich wieder einen Platz für Barry im Inventar frei. Ah, dann musst du das erste Kraut aber schnell genug benutzen. Ja, sobald der Tyrant mich leicht ankratzt. Kraut. Ich glaube übrigens, nach dieser Befreiungsaktion, die heute vielleicht irgendwann noch stattfindet, hat Chris angefangen, Steine zu boxen. Okay. Weil? Er dann vielleicht auch durch Metalltüren rauskommt. Ich habe hart trainiert. Voran, an einer Metalltür. Okay. Oder er hat sich durch seine Kerkerwand geboxt, die ist ja aus Steinen. Kann man machen. Chris, warum boxst du Steine? Das hat mir mal das Leben gerettet. Okay. Okay, okay, ich kann das. Hast du noch das Wörterbuch irgendwo liegen? Ja, ich habe es hier irgendwo begraben. Ich will wissen, mit wem ich das schaffe. Mein Granatwerfer braucht einen Namen, bevor das hier endet. Ich habe ihn lange genug ignoriert. Jetzt ist er meine einzige Hoffnung. Okay. Und sein Name steht Stopp links. Schublade. Also Schublade. Wir können das. Ich meine, gut, Stiefel gefällt mir natürlich auch sehr gut. Stiefelschublade. Jill. Wir können das. Ein Schubladenstiefel. Ein Schubladenstiefel, der Säure verschießt. Ja. Barry, diese Szene kommt mir irgendwie bekannt vor. Barry ist tot. Ich weiß nicht, immer wenn ich irgendwie noch was in mich hinschaue, guckt der Störer verliebt. Jetzt untersuch Wesker. Würde ich gerne, aber ich bin in irgendeiner Ecke und weiß nicht, wo Wesker ist. In der südlichen Ecke hin. Das ist Barry. Hey, Wesker! Er hält etwas fest. So ein elender Beobachtungsnotiz. Okay, Wesker. Beobachtung zum Wesen. Die Entdeckung des G-Virus erfolgte 21 Jahre nach Anwendung des Primogenitor-Virus. Kein Wunder, dass ich so einen Quatsch schreibe, wenn ich immer nur im Dunkeln meine Sonnenbrille trage. Man sieht ja nix. Der Prototyp-Parasit, den wir aus einem Labor in Frankreich bekommen, wurde dem Testobjekt verabreicht. Das Testobjekt nahm den Parasiten ein, ohne jegliche Beeinträchtigungen zu zeigen. Das Ausbleiben der Reaktion war lange ein Rätsel, doch nun ist mir alles klar. Ist da keine Sonnenbrille.
Der Prototyp-Parasit verbrachte eine Inkubationszeit von 21 Jahren im Körper des Testobjekts. Dann mutierte der Prototyp plötzlich. Oder vielleicht ist evolvierte ein gemesseneres Wort. Ein angemesseneres Wort. Man könnte auch sagen entwickelte, aber hey, ich drücke mich halt immer wie Wesker aus. Evolvierte. Diese Beobachtung brachte meine Forschung beträchtlich voran. Durch weitere Modifikationen und Tests gelang mir die Ableitung eines Verfahrens zur Entwicklung. Mein Gott, was für ein Satz! Durch weitere Modifikationen und Tests gelang mir die Ableitung eines Verfahrens zur Entwicklung des G und die Leistung von. Was die Leistung von T. Ach, was? Dass die also T weit übertrifft. Ich bin Wesker. Dies war der Durchbruch. Dies war der Durchbruch, der die Zukunft der bioorganischen Waffen prägen würde. Ich kann. Ach, das ist Birken. Gut, dass wir das wissen. Ich kann es gar nicht abwarten, Alexia mit meinen Veröffentlichungen, meine Forschung endgültig in den Schatten zu stellen. Leider wird es mir noch ein paar Jahre dauern, bis ich meine These beweisen kann. William Birken, nicht Albert Wesker. Das war so spontan überlegt. So ein elender Tod. Okay. Ich hab gewonnen. Ja, das ist. Fürs Erste. Ich hab keine Highlights mehr. Geh zu Barry. Barry! Du Verräter! Du elender Verräter, lebst du noch? Barry! Hühnersuppe! You're okay. Jill, sorry. That was careless of me. Wesker. He's gone. Und nicht tot. First, let's just get out of here. Okay. Wir müssen hier raus. Und zwar schnell. Die Tür ist elektrisch gesperrt. Hey. Northeast Computer. Northeast Computer. Ich bin jetzt nämlich nicht in Southeast. Oder Southwest gerade noch. Ja, ja. Das hier ist ja Northeast. Da ist irgendwo ein Computer. Schloss öffnen! Ja! Los, komm! Bringt mich um! Also lieber nicht, aber. Okay, ich durfte den Raum verlassen. Mhm. Merkwürdig. Katzi. Self-destruct system has been activated. All personnel must evacuate immediately. Wesker, du Sau. Deactivating and releasing. Wesker must have set it off. Let's hurry. Wir müssen Chris beretten. Beretten. Wir beretten ihn. The self-destruct system has been activated. Wo muss ich hin? All personnel must evacuate immediately. Deactivating and releasing all locks. Bis jetzt rauf und wieder runtergefahren, wieder rauffahren? Keine Ahnung, die haben mich automatisch hier reingesteckt. Jungs, Mädels, schneller. Was soll ich machen? Okay. Das war dieses Barry und sie nicken sich zu. Was? Ach, seid doch ruhig. Wisst ihr was? Früher habe ich gesagt Hunde. Nein, ihr. Ihr seid schlimmer. Chris, das wird dir jetzt nicht gefallen, aber... Du hast wahrscheinlich schon davon gehört, das Selbstzerstörungssystem wurde ein bisschen aktiviert. Self-destruct system has
Self-destruct system has been activated. Chris! All personnel has been activated immediately. Deactivated and releasing all locks. Warum Jill. Ist das Schloss geöffnet? Sorry about the wait. So everything's taken care of? Well, almost. Now let's get the hell out of here. Also für den unwahrscheinlichen Fall, dass du noch Strohmunition brauchst. Da wäre welche bei Chris. Ich habe noch so eure Granaten und Magnum und... Keine Highlights. Richtig. Das ist das viel größere Problem bei Schrotmunition. Come on, let's go. Ach, Chris. Ich hab die ganze Arbeit gemacht. Jetzt stehst du da, kommt schon. Lass uns gehen. Hey Chris, was hältst du davon? Wir haben noch Farbband, lass uns speichern. Safe, safe, safe! The self-destruct system has been activated. All safe, safe, safe! Safe, safe, safe! Safe, safe, safe! Und das ohne Heiler. Wo bin ich jetzt gelandet? Hier wollte ich gar nicht hin. Das war schon auf der richtigen Höhe und auf die falsche Tür. Ich habe mich bestimmt nicht ablenken lassen. Von safe, safe, safe. You're about to fight the boss. Ohne Highlighter. Chris, ich hoffe, du bist gut. Chris, ich habe ein Wortlag. Box den Boss. Wir lenken lang genug ab, damit ich wegrennen kann. Nur ein blaues Kraut. Echt? Mhm. Aber ich kann auch viermal speichern. Ja dann, Nummer 30. Hey ho. Labeingang. Barry. Meinetwegen auch Wesker. Hauptsache irgendwer rettet mich. Wesker, wenn du mir hilfst, dann laufe ich zu dir über. Come on, come on, hurry. Ah, Barry ist auch da. Gott sei Dank. Ja, der ist ja schon vorgegangen. Hätte auch mal helfen können. Aber ihr habt euch doch zugelegt, weil das die gute ich hol Chris. Eben, ich geh schon mal vor und warte. Guck mal, da hat ihr mir was hingelegt. Ein grünes Kraut, okay, wenigstens etwas. Ein einheimisches Kraut aus dieser Region. Doch, doch, Jill! Das ist vielleicht was besser. Self-destruct system has been activated. All personnel must evacuate immediately. Deactivating and releasing all locks. Und da ich eh schon auf Vorsicht stehe. Self-destruct system has been activated. All personnel must evacuate. Und du hast die Farbbänder mitgenommen? Ja. Deactivating and releasing all locks. Wie lässt du besser liegen? Ja, eben die. Nein! Self-destruct system has been activated. All personnel. Kann ich nicht mehr wegwerfen. Kannst du nochmal runtergehen? Ja. Das ist so ein ganz klein bisschen dämlich, dass man nicht einfach Sachen, die man nicht mehr, die man gar nicht haben. Ihr seid gar nicht mitgekommen? Denke ich auch, da kommen wir im Bosskampf. Da gehen wir doch nicht rein. Jill hat das ja alles gemacht. Die weiß, wie das geht. Self-destruct system has
So, ihr könnt zu Hause bleiben. Schalalala. Ihr könnt zu Hause bleiben. Schalalala. Okay, Jungs, nochmal das Ganze. Okay, ich geh geradeaus. Katzi. Dem antworte ich jetzt nicht. Ah, da seid ihr endlich, Jungs. Ja, du hast 3 Minuten. Sag das doch. Sag's doch. Ihr seid doch Tars. Chris ist bei Tars. Ha, da lag was. Den scheine ich, werde ich wohl brauchen, wa? Neben dem Aufzug da. Direkt rechts neben. Los, chill, keine Zeit verplempern! Na gut, auf dem Helipad hast du 3 Minuten. Jetzt hast du 3 Minuten. Damn it, we're almost there! Jill, you just hit in contact with Brad! No! Nein! Ich mag Brad nicht! Ladies first. Chris! Would you let me have my moments too? Alright, we'll rendezvous at the heliport. So, Jill, du kannst das. Du und so, ich muss irgendwo Signalfackeln geben. Deine Stiefelschublade ist das Einzige, was zählt. 3 Minuten. Toll, und die Zeit läuft schon. Nicht fair! Nicht fair! Du musst ja im Prinzip nur... Ja? In diesen 3 Minuten den Koffer finden, die Signalraketen zünden. Nutz sie. Achso, ich kann die sofort nutzen. Ich dachte, ich brauche dafür irgendwas. Du sollst Barry, Brad ein Zeichen geben. Ja, ich dachte, ich muss irgendwas machen, wo ich die dann reinstecke oder so. Ach, Jungs, gut, dass ihr da seid. So, und jetzt solltest du es neu mal treffen. Ich bin so tot. Das war ein Treffer aufs Herz, das hätte funktionieren sollen. Ja. Ich weiß nicht, wie bringen die Säuregranaten gerade nichts mehr? Die hat ein paar Mal geblutet. Das kam. Wenn er sich umguckt, ausweichen. Okay. Jetzt sehe ich ihn wieder nicht mehr. Dann stürmt er, weil er legt halt auf nicht zu. Guck mal! Da ist was runtergefallen. Das, was ich immer brauche. Und, er steht genau zwischen mir und dem Teil. Ja! Barry! Nichts machen. Das sei wie runter und er stand genau vor mir. Klick. Ich hab's gesehen. Es ist sand. Nein, nicht 29. Warum scheint das jetzt automatisch auf 29? Yeah.
beenden. Ach, zurück zum Spiel. Ich muss zu viel zurücksetzen sagen. Wenn man drüber nachdenkt, macht das Sinn. Beenden. Mhm. Beende. Ach, sie möchten nicht das Menü beenden. Okay, okay. Die Farbbänder legen wir weg. Und diesmal rennen wir, wenn das der Raketenwerfer runterfällt, nicht dumm in ihn rein. Genau. Das ist Brad. Hier ist Brot. Hier ist Brot. Der Treibstoff wird knapp. Wir brauchen Butter. Aber zack, zack. Sicherung, Sicherung. Kasten, Kastenbox. Okay, die Waffe ist ausgerüstet. Ich hatte für einen Moment ein Schild. Wir hätten wieder nichts mehr in der Hand. Warning. Warning. Ich warne Sie. Ich danke Ihnen. Genau. Dass du die erst einpacken musst, um sie dann zu verwenden. Mhm. Der hat sich nicht vorher umgeguckt. Der hat sich einfach umgedreht. So kann man jetzt auch nichts tun. Ich hab auch keinen Punkt für dich. Ist doch vorbei. Ja, schon wieder. Jill, wir müssen den sehen, damit das klappt. Wenn der Barry angeht, ist das meine Chance. Jill. Jill, nicht Schlangenlinie laufen. Hast gedacht, ich merke das nicht, dass du mich angreifen willst, hä? Plotsch. War jetzt irgendwie unspektakulär. Soll ich mir jetzt auch spektakulärer vorstellen? So. Ja, und da stand so. Ja, das war's. Okay. Auf Zeit nach Hause zu fliegen. Das war das Mikro. Das war nicht der Raketenwerfer, nur damit es alle nochmal wissen. Das ist einfach doch.
Ich habe echt keinen Bock mehr auf diese Nummer. Oh Mann. Erhöht das Zeug? Ja, ich habe Munition. Wesker, der meine Familie bedroht, ist weg. Aber hey, ich habe noch Munition. Warum müssen die jetzt eingeschlafen? Gut, ich habe den ganzen Zeit offensichtlich irgendwo im Keller gesessen, aber... Ja, und das war Resident Evil. Ja. Oh, was für ein schönes, kurzes Let's Play. Ich weiß nicht, allein heute waren das... 4 Stunden? 5? 4,5. Also allein heute waren das so 9 Folgen. Je nachdem. Eben. 6 bis 9 Folgen, wer weiß das schon. Genau, und ja, dann haben wir noch so Sachen wie die anderen Aufnahmesitzungen. Ich meine, letztes Mal habe ich ja auch 4 Stunden gespielt. Also, ja, Resident Evil 4. 1. Nicht 4-1. Resident Evil 1. 4 war das nicht, aber es war 1. Und das war ein schönes Spiel. Aber 4 könnte noch kommen. 4 könnte noch kommen. Was auf jeden Fall noch kommt, das kann ich euch versprechen, ist 6. Weil da arbeitet Kai auch momentan ganz hart dran. Total hart. Voll. Und ja, es war ein super schönes Spiel. Also, ich kenne die Resident Evil Reihe eigentlich ziemlich gut, aber tatsächlich 1 hatte ich so noch nie gespielt. Das ist ja das Bescheuerte. Und ich muss auch nochmal Kai danken, weil die hat mir das Spiel ja geschenkt. Weil, das finde ich total toll. Und das Spiel ist... Oh, guck mal, da war Neptun. Also das Spiel war schön, an manchen Stellen etwas verwirrend, was man jetzt gerade als nächstes tun sollte, aber dafür hatten wir Gott sei Dank die Contact-Lösung. Die Contact-Lösung. Chris hat das Teil gar nicht aktiviert, das war ich. Wenn du mir aufgepasst hättest, das sind die einige Szenen aus Chris. Ja, ja, hab ich schon gemerkt, aber das ist... Yes. Ja, und wie schon die ganze Zeit gesagt, Barry war voll der Verräter. Und es waren mal schöne, kurze... Oh, es kommen noch welche, ich dachte schon. Aber es scheint nicht mehr allzu viel zu kommen. Ja, damals haben halt noch nicht so viele Leute an einem Spiel gearbeitet. Ja, aber auf jeden Fall Resident Evil 1. Sehr schönes Spiel. Und ja, dann würde ich sagen... Also ich bin froh, dass ich es nicht spielen musste. Jill, you did a fine job. Jill, you did a fine job. Oh. 10 Stunden, 9,27. Ja. Ohne Wiederbeleben. Ohne Wiederbeleben. Jill hat ein neues Kostüm. Und den Kammerschlüssel. Mit dem Kammerschlüssel kannst du ins Kostüm... Klammer, ja genau. Kannst du dahin, wo du Kostüm wechseln kannst. Boah. Ich darf ich einmal ohne Dingens speichern. Jo. Jill, 0-0. Fertig. Wow, sie hat 2 Menschen getötet. Sie hat eine 0-0-Nummer. Sie ist ein 0-0-0. Jill, 0-0-nix. Mhm. Ja. Und dann würde ich sagen, das war Resident Evil. Und beim nächsten Mal geht's dann mit was anderem weiter. Und schön, dass ihr dabei wart. Also mir hat das Spiel sehr gut gefallen. Auch wenn es teilweise etwas verwirrend und stressig war. Aber das soll Resident Evil ja sein. Ja. Und ja. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, schön, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns dann nächstes Mal wieder und bis dahin viel Spaß bei was auch immer noch so tut und tschüss und bye-bye. Ciao. Resident Evil. Schönes Spiel. Das heißt, ich kann jetzt nach Jahren dann die ganzen Sachen von meiner Ja, du kannst die komplett Lösung und sowas löschen.